Wir kommen über die Fersenmittelpunkte mit unserer Körperachse und lassen die Vorfüße in einem hauchzarten V etwas weiter geöffnet sanft in den Boden sinken. Atmen einmal von den Fersen genüsslich durch unsere Körperlänge hindurch, durch die Wirbelsäule zum Kronenpunkt, dort ausatmen, in die Länge entspannen und alle äußeren Muskeln loslassen. Ruhig nochmal wiederholen, ganz bewusst dabei im Hier und Jetzt ankommen. Einatmen an den Fersen, der Atem zieht durch die Beinknochen, durch die Wirbelsäule hoch. Richtig spüren auch, wie er an der Halswirbelsäule durch den Schädel fließt. Am Kronenpunkt ausatmen, in die Länge entspannen. Die Unterschenkel von den Fersen weg, den denken. Richtig lang werden lassen gedanklich. Die Oberschenkelknochen genauso von den Unterschenkelknochen lösen. Beckenschaufeln nach oben weit werden lassen. Ruhig die Hände mal an die Beckenschaufeln legen. Mit den Handwurzeln dabei so ein bisschen die Schaufeln nach außen begleiten, während die Sitzknochen lang und schmal nach unten zeigen. Po-Muskeln weich werden lassen. Mit den Ellbogenspitzen etwas nach außen wachsen, bis die Armkugeln auch sich aus den Schulterdächern lösen dürfen. Super schön. Einatmen nochmal an den Fersen und den Atem zu den Achselhöhlen schicken im V. Ausatmen, die Armkugeln aus den Achselhöhlen rutschen lassen. Die Schulterblätter fließen weich in den Rücken, die Schlüsselbeine öffnen noch etwas mehr. Super schön. Lass auch deinen Schädel ganz leicht werden. Die kleine Lücke zwischen Atlas und Schädelbasis darf größer werden und so durchlässig, als würde ein zarter Luftzug hindurch wehen. Die Hände hochnehmen an die Rippenansätze. Und einatmen, die Rippen ganz weit öffnen. Ausatmen, steigt der Brustkorb hoch. Das Zwerchfell hebt sich an und lässt den Brustkorb bis unter das Schulterdach fliegen. Ruhig zwei, dreimal wiederholen. Das Ausatmen mindestens so lang wie das Einatmen dabei werden lassen. Und ganz bewusst das Schulterdach jetzt auf dem schwebenden Brustkorb abgeben. Den Raum spüren, der zwischen Becken und Brustkorb entsteht. Und nochmal nachspüren, ob die Rückenmuskeln schön weich sind, die Bauchfilets sich zart nach innen schmiegen und vielleicht darf die Taille noch etwas länger werden. Beim Längerwerden der Taille lassen die Schultern noch mehr los. Super. Rechter Arm fliegt nach rechts, der linke nach links. Fingerspitzen auseinander fliegen lassen, bis die Armkugel noch mehr sich aus den Schulterdächern lösen. Nur die Unterarme einklappen und mit den Ellbogenspitzen zart nach außen pulsieren. Achte darauf, dass deine Finger dabei zueinander fliegen wollen, als würden sich die Finger auch ein wenig von den Handgelenken lösen. Gleichzeitig die Beckenschaufeln weit öffnen, pulsierend. Und auch den Kronenpunkt zur Decke pulsieren lassen. Sehr schön. Dabei darauf achten, dass nicht die Schulter einfach rauszieht, sondern wir nur die Knochen voneinander lösen wollen und die Muskulatur ganz weich lassen. Super gut. Hände verschränken, nach vorne ausdrehen. Und die Arme locker und leicht nach vorne schicken. Dabei die Oberarmkugeln nach hinten unten tropfen lassen. Sehr schön. Nimm die Arme jetzt nach oben, lang, Schulterblätter wieder weich in den Rücken. Nimm deine Länge wahr, von den Fersen bis zu deinen Handwurzeln. Noch einmal den Atem von den Fersen zum Kronenpunkt schicken. Ausatmen, in die Länge entspannen und die Hände noch höher fliegen lassen. Äußere Muskeln loslassen. Super gut. Hinter deinem Brustbein jetzt eine zarte Rotation entstehen lassen und dabei ganz bewusst das Schulterdach loslassen. Also hier noch mehr Raum lassen. Super, schön. Und
den Brustkorb hochschicken. Nur hinter deinem Brustbein spüren, dass du bewegst, während alles außen weich bleibt. Gut. Lassen. Großer Schwimmzug über die Seite nach unten. Noch einmal den Atem von den Fersen hochschicken, im V zu den Oberarmkugeln. Lass sie raus, schmelzen dabei und spür, wie dein Brustkorb jetzt schwebt und dich trägt. Die Bauchlinie verbinden zum Schambein, zum Brustbein ganz, ganz lang und die Kleinfingerseite in die Leiste legen. Pfeil gerade nach vorne kommen und dabei die Sitzknochen nach hinten schicken. Die Arme mit nach hinten fliegen lassen, Ellbogen locker und leicht. Mit den Fersen jetzt zart Honig aus dem Boden saugen und dieses Saugstupsen von den Sitzknochen weiterleiten zum Kronenpunkt, sodass deine Linie ein wenig auf und ab schwebt. Dabei bleiben die Rückenmuskeln ultra weich, der Brustkorb legt sich aktiv ins Schulterdach. Der Kronenpunkt verlängert deine Wirbelsäule. Die Leiste ist butterweich. Vielleicht kannst du mit dem Hochkommen die Oberschenkelmuskeln noch mehr ausdrehen, die Armmuskeln ausdrehen und so noch mehr in das Gefühl des Schwebens kommen. Die Hände jetzt locker an deine Kniescheiben. Die Kniekehlen ein wenig in die Hände entspannen und mit den Sitzbeinknochen noch mehr nach hinten wachsen, während der Brustkorb ins Schulterdach hineinfließt. Super gut. Halte die Länge, verbinde noch einmal bewusst den Bauchnabel zum Schambein und zum Brustbein und halte die Länge, wenn du jetzt mit den Händen nach unten kommst und die Sitzknochen höher. Das darf jetzt so schön ziehen an den Beinrückseiten. Und die Knochen länger denken. Unterschenkel wieder bewusst von den Fersen lösen. Oberschenkelknochen bewusst von den Unterschenkeln lösen. Sitzknochen noch höher. Vielleicht kann dein Kreuzbein sich noch länger anfühlen und runterrutschen mit dem Rest der Wirbelsäule. Komm immer ein bisschen tiefer. Den Brustkorb hochschicken ins Schulterdach und dich über den Brustkorb stabilisieren. Die Bauch- und Rückenlinie gleich lang lassen. Arme nach unten. Und jetzt kommen wir in die Pyramide. Laufen mit den Händen nach vorne, Unterarme weg vom Boden, Sitzknochen zur Decke. Vielleicht dürfen die Oberarmkugeln sich jetzt wieder weit öffnen, sodass dein Schulterdach weit und Raum lässt für deinen Brustkorb, der sich hineinschmiegt. Bauch- und Rückenlinie halten eine Länge und öffne dein Schulterdach noch mehr. Beide Sitzknochen fliegen zur Decke. Pulsiere die Sitzknochen zur Decke und lass den Brustkorb weich ins Schulterdach sinken. Unterarme weg vom Boden. Super. Und halte deinen Bauchnabel lang an der Wirbelsäule, wenn du die Knie jetzt nach unten bringst, in den Vierfüßlerstand. Sitzknochen nach hinten, Handwurzel nach vorne in die Organrutsche. Wenn der Brustkorb jetzt immer noch schön im Schulterdach schweben bleiben darf, kannst du deine Schulterblätter ganz locker im Rücken spüren und im Wechsel eine Hand hochfliegen lassen. Federleicht. Im Wechsel fliegt eine Hand etwas hoch. Super. Und dabei bleibt dein Schulterdach weich und entspannt, die Schulterblätter locker im Rücken. Einmal zurückkommen in den Fersensitz. Handrücken auf die Beckenschaufeln. Breite deine Beckenschaufeln so richtig schön von innen aus. Einatmen an den Sitzbeinknochen und ausatmen, breitet der Atem sich im Becken aus, dass du richtig spürst, dein Becken öffnet sich von innen, dein inneres Sprungtuch, dein Beckenboden ist aktiviert. Mit den Sitzknochen noch länger zwischen die Fersen, die natürlich auch hier schmal bleiben dürfen, wachsen und das Kreuzbein mit dem Rest der Wirbelsäule hoch zum Kronenpunkt schicken, Schlüsselbeine weit.
pfeilgerade nach vorne kommen und aus den Sitzknochen hoch pulsieren und wieder sinken lassen. Breite Becken schaufeln, Schultern öffnen, Brustkorb ins Schulterdach. Die Rückenlinie ist lang und durchlässig, die äußeren Muskeln entspannt. Gut. Bleib hier, zieh deine Sitzknochen, deine Fingerspitzen nach hinten und aktiv den Brustkorb ins Schulterdach holen. Rechten Arm nach vorne, linken Arm nach vorne. Hände verschränken und hier jetzt nochmal die Brustwirbelsäulenrotation genießen. Brustkorb ins Schulterdach. Kann dein unterer Rücken loslassen dabei? Super. Zieh dich nochmal so richtig auseinander. Sitzknochen, Handwurzeln, komm in den Kniestand. Po-Muskeln weich, Sitzknochen lang und die Länge vorne und hinten verbinden. Ne? Hier ist immer wichtig, dass wir nicht so kippen mit dem Becken, sondern die Sitzknochen wirklich Richtung Kniekehlen ziehen und dabei den Po locker lassen. Der will immer fest werden hier. Brustkorb anheben ins Schulterdach. Bauchnabel zum rechten Knie und zur linken Handwurzel am besten lang den denken. Zum linken Knie zur rechten Handwurzel. Schulterblätter wieder locker lassen. Und in dieser Länge nach hinten kommen. Oberschenkelknochen weg vom Boden dehnen. Beckenschaufeln weg von den Oberschenkeln. Brustkorb weg vom Becken. Schultern wieder weich. Super. Hier die Arme nochmal lösen, auseinanderstreichen. Brustkorb öffnet sich in dieser Schräglage. Bauchlinie lang an die Wirbelsäule legen. Unterer Rücken ist lang. Breite die Unterarme aus, als würdest du den Himmel über dir öffnen. Oh, und es darf zittern. Super. Dann nochmal die Arme zur Seite öffnen, immer noch die Schräglage halten, Unterarme einklappen, Bauchlinie lang und innen. Ne? Hier darauf achten, dass der Po weich bleibt und Rotation hinter der Brustwirbelsäule. Schraub dich weg vom Becken mit dem Brustkorb, breite dein Schulterdach aus. Habt ihr ein Glück, dass ihr nicht dabei quatschen müsst. Achtung, der Kopf bleibt nach vorne gerichtet, schau mir in die Augen, Kleines. Gut, Becken bleibt aktiv geöffnet und wieder in die Länge zurückkommen. Ellbogen tropfen lassen, Arme tropfen lassen. Von hier aus nochmal in die Hocke. Von der Hocke wollen wir jetzt einmal direkt, wenn ihr alle da seid, ins Kopf unterkommen. Dabei Bauch- und Rückenlinie nochmal zusammenbringen in eine Länge. Hände zum Boden, Sitzknochen nach hinten und hoch, bis du wieder mit deiner Körperachse über den Fersen bist. Hände entweder an die Schienbeine oder zum Boden, wie es gerade reicht. Und jetzt ganz bewusst nochmal deine rechte Kniekehle dehnen zur Ferse und zum Sitzknochen. Linkes Knie ein bisschen nach vorne entspannen. Und die rechte Hand, Handrücken auf die Beckenschaufel legen. Nimm jetzt deine linke Hand über dein rechtes Fußgelenk. Die Wirbelsäule lang zwischen deinen Beinen nach unten schicken. Brustbein öffnet nach rechts. Dann die Hände wechseln. Rechte Hand geht übers linke Fußgelenk. Linke Hand auf deine linke Beckenschaufel. Handrücken. Linke Kniekehle zur Ferse, zum Sitzknochen dehnen. Rechte Kniekehle nach vorne etwas loslassen. Und die Wirbelsäule nach unten schmelzen lassen. Brustbein öffnet leicht nach links. Tropft dein Kopf locker oder hältst du da noch irgendwas fest? Beide Kniekehlen entspannen. Beide Hände fliegen jetzt hoch. Und jetzt tauch einmal so richtig schön mit dem Kronenpunkt hoch. Brustkorb ins Schulterdach. Finde wieder deine Länge. Und zieh dich in dieser Zugspannung nach oben in den Stand. Entspanne dich hier in deinen Stand über deiner Fersenmitte und dann lass nochmal ganz schön den Brustkorb einatmend weit werden. Öffne dein Herzzentrum und lass ausatmend deinen Brustkorb hochsteigen
Und dein Schulterdach so richtig schön entspannen. Der Hinterkopf bleibt hinter deinem Körper. Und dann noch einmal die Hände zusammenbringen. Und damit verbeuge ich mich tief vor jedem und jeder Einzelnen von euch.